Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein total verrücktes Spielzeug für euch. Es nennt sich Addict a Ball. Ich nenne das eher der Labyrinthball. Das sieht wirklich total verrückt aus. Ihr kennt vielleicht diese kleinen Spielchen, wo man so eine Kugel kippen muss, um dann an das Ende von dem Labyrinth zu kommen. Und dieser ganze Ball besteht irgendwie aus verschiedenen Labyrinths. Geeignet für Kinder nicht unter 3 Jahren, hergestellt von Brainstorm. Und es ist wirklich ein echt verrücktes Kinderspielzeug. Man braucht jede Menge Geduld, um dann diese Kugel hier durch dieses Labyrinth zu führen. Ich bin gespannt. Wir werden das Ganze jetzt mal auspacken und es natürlich auch ausprobieren. So, den Ball habe ich jetzt mal ausgepackt. Ich wollte euch gerade die Kugel zeigen, aber die ist jetzt hier schon wieder durchgefallen. Also die erste Aufgabe ist jetzt hier schon fehlgeschlagen. Jetzt muss ich den Ball hier wieder oder die Kugel hier wieder ins Spiel reinbringen. Wo ist sie denn? Komplett durchgefallen. Ihr könnt sie hier wahrscheinlich sehen. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Oh, es ist echt super schwierig. Ich krieg nicht mal den Ball hier in die Kugelbahn rein. Ah, jetzt habe ich's. Da ist die Kugel und die muss ich jetzt hier ganz vorsichtig irgendwie langführen. Oh Gott. Ich find's wirklich super schwer. Okay, ganz ruhig. Nein! Und schon wieder ist der Ball da irgendwie drin. Okay, wo ist der Ball jetzt? Wieder aus dem Spiel. Jetzt ist er wieder im Spiel. Okay, das ist nicht so schwer, weil da so kleine Führungsschienen sind. Da kann ich ihn ganz langsam langrollen lassen. Obwohl, oh nee, da geht es gar nicht weiter. Muss ich in die andere Richtung? Wie geht's hier weiter? Ah, ich muss den Ball drehen, komplett. Jetzt geht's nämlich auf der pinken Bahn weiter. Das ist ja kompliziert. Okay. Okay. Ah, jetzt geht's auf gelb weiter. Ich hoffe nicht, dass der Ball jetzt wieder rausfällt. Also es ist wirklich ein Geschicklichkeitsspiel. Man braucht, glaube ich, wirklich ein paar Minütchen, um das Spielprinzip zu durchschauen, weil diese Bahnen nicht unbedingt zusammenhängen, sondern eben auch voneinander getrennt sind. Oh, ich glaube, ich habe gerade so einen Transfer geschafft. Okay, jetzt geht es, glaube ich, wieder auf gelb. Nee, von da komme ich. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Das ist eine gute Frage. Gehe ich jetzt wieder den Weg zurück? Okay, und dann würde der Ball hier wieder aus dem Spiel fallen. Ah, und leider nicht in die nächste Bahn, sondern wieder irgendwo anders hin. Ha, jetzt habe ich ihn auf gelb und er ist schon wieder durchgefallen. Oh, man braucht wirklich jede Menge Geduld dafür und das ist ja vielleicht nicht gerade meine Stärke. Ich bin ja immer ein bisschen ungeduldig. Bei mir muss immer alles sofort gehen. Okay, ich bin wieder auf grün. Jetzt auf pink. Ich hoffe, ihr könnt den Ball sehen. Das spiegelt ganz schön doll mit den Lichtern. Aber wenn ich die ausmachen würde, erkennt man hier wahrscheinlich gar nicht mehr großartig was. Oh, okay. Hier kann es irgendwie so weiterlaufen. Nein! Auf diesen ganzen Bahnen stehen übrigens Zahlen drauf. Ich denke, das sind so vielleicht Punkte. Es könnten aber auch die Reihenfolge der Bahn sein, wie man das Ganze zu durchlaufen hat. Die Kugel, die schwirrt da jetzt hier hinten wieder rum, ist aus dem Spiel geflogen und ich versuche sie dann wieder reinzukriegen. Das kann man übrigens nicht aufmachen. Diese Kugel ist wirklich fest, damit man nicht die Kugel aus dem Spiel nehmen kann und dann die irgendwo einsetzt. Sondern man muss immer wieder versuchen... Oh, wo habe ich sie jetzt? Sie hier irgendwie reinzukriegen. Also ich... Ich finde es am schwierigsten wirklich, wenn die Kugel einmal aus dem Spiel ist, sie wieder ins Spiel reinzubekommen. Okay, jetzt ist sie hier wieder auf grün. Uah. Nein! Oh, da ist sie wirklich blitzschnell hier gerade lang gelaufen. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Hier ist die Kugel.
Und ich glaube, diese kleinen Pfeile da, die zeigen die Richtung an. Das heißt, ich müsste jetzt wahrscheinlich nach links und dann hier so nach oben. Ja. Dann wahrscheinlich das so kippen. Wow, da ist die Kugel. Ganz vorsichtig. Ich habe Angst. Ah, es war so klar. Also ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber auch mit einem gewissen Suchtfaktor, glaube ich. Vielleicht habt ihr es schon mal gespielt, vielleicht habt ihr es geschafft, dieses Kugellabyrinth hier zu entwirren oder zu schaffen. Ich bin noch nicht so weit, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Das war es jetzt zu Addict a Ball, dem verrückten Labyrinthball, sage ich mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Ich werde noch ein bisschen mein Glück versuchen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!